Job, zweite Runde und ich bin noch dabei, was da bitte los? Alina Pest mit den Beats, mit den Worten, da bist du los. Ey Alina, ey, guck doch mal, wie Gangster die sind. Auf dem Podest werden die fast weggeweht, Fähnchen im Wind. Ich hab eure Runde gesehen und frag mich, was ist mir lieber? Die rappende Schwuchtel oder die möchte gern Dealers? Oder möchte gern Kansas? Es Props durch Quantität, habt ihr auch mal einige Fans gekriegt? Wir kommen bei Willow vorbei, mit Alinas Katze im Gepäck. Wir rufen laut Mütter und William rennt weg. Wenn Token Bitches am Piss macht, die das geil und sein Orgasmus klingt circa so wie John Cena's Wines. Yeah, aber der Junge hat sich seit dem VBD krass gesteigert. Spaß, der ist nur nicht mehr ganz so scheiße. Geschweige denn, eure Crew ist alles andere als saustark. Es kennt jetzt Dan und Token, wo bin ich? Bei South Park. Eure erste Runde hat gezeigt, wie ihr mit Hilfe was reißen könnt, um eure Blackness mit Features zu verhöhnen. Aber ey, euch seid's vergönnt. Nehm ich den Gegner nicht ernst, tja, dann sing ich ne Runde. Verdeckt eure Face, damit man sich fragt, wer sind diese Schwuchteln? Und das bleibt so. Lieber verdeckt ihr euer scheiß Gesicht, weil euer Rumgehampel euch Bitches mittlerweile wohl selbst peinlich ist. Shane Miller ohne Maske, siehst du wirklich scheiße aus? Haare schwul, Brille schwul und dann nicht mal weiße Haut. Ich zieh dich über den Tisch, klatsch dich mit nem Barhocker. Stanley Colts im Arm drücken, Bizeps, Grüße, Zahnstocher. Token ist ja nicht viel besser, denn sein Name sagt uns jedes Mal, wo der Nigger sagt, tritt William sich im Grab um. Doch eine Sache hat sich für dich positiv verändert. Du bist alleiniger Besitzer halt des gemeinsamen Vendellas. Standard Vendasso, seine Schwuchen in den Takt bläst. Dass ihr Cheerleader-Outfits gut wie mäßig abgeht und kriegt eine Pfunde, wird schon sie gefragt, wird geraten. Chris hat Haare in den blutigen Verfahren mit zu baden. Wenn er liebe Stanley sieht, wird er ziemlich hektisch. Sagt uns als Millers Name doch schon, dass er nicht der Mac ist. Stan und Token, es ist klar, ihr werdet verlieren. Warum im Namen merkt man, dass euch Kenny mehr fehlt als mir? Eure erste Runde hat gezeigt, wie ihr mit Hilfe was reißen könnt, um eure Blackness mit Features zu verhöhnen. Aber ey, euch seid's vergönnt. Sieh mich den Gegner nicht ernst, dann sing ich ne Runde. Verdeckt eure Face, damit man sich fragt, wer sind diese Schwuchteln? Und das bleibt so. Lieber verdeckt ihr euer scheiß Gesicht, weil euer Rumgehampel euch Bitches mittlerweile wohl selbst peinlich ist. Shane ist halb Mesha Baum, der hat paar Zweige als Same. Token ist Gangster, telefoniert beim Fahren mit Freisprechanlage. Eure ganze Crew hat so ein bitteres Spastiker-Image. Ich meine, ihr holt euch nen Red Hat mit kratziger Stimme. Dazu fuhren besagte Schwuchtel und die Runde ist fertig. Wenn ich will, hab ich euch vom Aufwand her der Stunde beerdigt. Ich hit nicht mal ganze zwei Parts und Willer, der Junge, beschwert sich. Tut mir leid, dabei wird nicht nach Anzahl der Leute, sondern nach Punkten bewertet. Es ist weg, die gebettelt. Dieser William hat sich Schminke wie ne Frau aufgetragen und sein Künstlername klingt nach einer Staubsaugermacke. Mit dir passen kann ich, sagte mir, du bläst wie ne Maschine. Trotzdem wird sich kein Crew-Kollege je in dich verlieben. Der Mund fiel auf dein Lied, du starrst im Bahnhof in der Nacht. William hat bei Kansas schüchtern für ein paar Drogen gesagt. Als die letzten weißen Tropfen aus seinem Mundwinkel hingen, gab zu ihm das Crack und man sah dich im Dunkeln verschwinden. Dieses prägende Erlebnis ist zeichnet für deinen Werdegang. Des Doktors, den im Internet pumpt, ist ihn in der RBA. Und als er deine Bindungshüllen leider nicht erfüllen konnte, war das schlimmer als die Niederlage gegen Blöter Boden. Tränen, sie kullerten deine Wange runter. Doch beim Satz und Token und Sam waren auch eine große Nummer. Doch sie waren ein Ersatz für deine Existenz. Push seitdem heißt der KFC der Kenny Kaisers Fanclub. Kenny Kaisers Fanclub. Kenny Kaisers Fanclub. Weil die Gegner nichts gemacht haben. Kenny meint, er hätte keinen Bock mehr auf diesen Saftladen. Die Züricher Strebergang aka der Gayclub winkt sich einen auf Kenny Kansas Bilder bei Facebook. Ich kann euch sagen, warum die Idioten sich maskieren, weil sie danach streben, ihr Idol zu imitieren. Und wenn ihr nicht artig seid, bringt euch Kansas wirklich um. Denn ihr seid kleine Jungs und sucht nach Selbstverwirklichung. Und damit euch jemand wahrnimmt, folgt ihr dem Trend, weil euch Mode, Drogen und Tag die Chefs von Hollywood tank. Auch wenn ihr es nicht glauben wollt, ne Cappy zu tragen, ist leider keine große Hilfe gegen fettige Haare. Und das wenn deiner voller Schnauze, Alter, gut war das nicht. Denn wenn man rappt wie ihr, dann hängt man sich kein Tuch vors Gesicht. SNLSLG, die den Sardinen Fetisch halten und wollten uns mit den Bananas ne Gardinenpredigt halten. Die Gartenzwerge sind zu arm, sich eine Kamera